Hallo und wir sind zurück zu Sid Meier's Railroads. Leichte Staus haben wir hier in Hannover zum Teil, aber soll für den Moment noch passen. Sehen wir mal drüber hinweg und ja, Fischprobleme haben wir nach wie vor. Wie kommen wir zum Meer? Da wird zwar relativ fleißig produziert, aber da könnte man wesentlich mehr dritte Klasse Passagiere noch haben. Und hier nach wie vor im Bad Oldesloe, da hätten wir eigentlich sehr, sehr viele. Da werden wir schauen, ob wir die da irgendwie runterbekommen oder raufbekommen, so muss man vielmehr sagen. Also einfach sozusagen einspeisen da oben. Wenn wir da mal eine Verbindung bauen. So, der ist gerade beim Beladen. Wartet er irgendwie auf volle Ladung oder so? Dann werden wir das gleich ausstellen. Das wollen wir nicht in dem Fall. Bitte Abfahrt. Gut, das wird einen Moment jetzt dauern, bis der abfährt. Aber wir können ja die Verbindung schon einrichten. Und zwar würde ich da einfach mit so viel dritte Klasse wie möglich pendeln. Und was können wir mit raufnehmen? Eigentlich eh nix, oder? Haben wir schon Ticket Office? Haben wir nicht, aber gleich. Hier haben wir überall schon eins, glaube ich, genau. Ah ja, nicht vergessen, die 5 Millionen noch zusammensparen. Für Osnabrück. Wartet der irgendwie auch auf volle Ladung? Muss eigentlich auch nicht sein, bitte. Vor allem, der würde jetzt hier ewig stehen, fällt mir auf, weil erste Klasse wird von selber da ja nicht produziert. So, das sollte genügen. Ich hoffe, der fährt da irgendwann los. So, haben wir da noch halbwegs viel eingespeist an Passagieren, falls nicht. Werden wir da noch eine kleine Verbindung bauen. Wobei, da könnte eigentlich sogar die Frage, ob man den Zug da gleich weiter raufschicken. So. Können wir den irgendwie dazu überreden? Ich glaube, so kann man überreden, dass er weitermacht. Ich hoffe, wir bekommen noch zusammen, wie da der Fahrplan war. Aber ich glaube, okay, irgendwas geht jetzt nicht mehr. Obwohl es eigentlich sollte, oder? So. Okay. Ich glaube, wir haben es eh so gehabt. Na, nicht ganz, vermutlich. Beziehungsweise wäre mir fast lieber Expressfracht. Und einzig ist dann eben hier mit Milch. So, jetzt passt es, glaube ich. Wir werden es sehen. So, und jetzt bekommen wir da hoffentlich in diesem Fall wirklich einen schönen, vollen Zug mit dritte Klasse Passagieren, die wir hier dann gut verteilen können. Was ist eigentlich das für ein Zug? Der fährt auch eine interessante Strecke. Macht eigentlich nicht wirklich Sinn. Ja, glaube ich, selber ein bisschen anpassen müssen. So, von Kiel aus. Ja, eigentlich
brauchen wir da gar nichts machen, außer von Neumünster jeweils Milch mitnehmen. Bleibt hier die Nahrung zwar im Moment liegen. In Schleswig. Aber wird sich auch noch ändern. Okay, dann sollte man theoretisch hier relativ viel Milch schon produzieren. Das ist gut. Ja, Express. Da habe ich mal wirklich gute Hoffnung. So. Was haben wir jetzt hier für ein Problem? Oder hat das einfach noch nicht gezählt? Na, hat er irgendwie noch nicht ganz akzeptiert. Die erste Klasse wird schon noch werden. Okay, das ist natürlich mit 6 Wagen zurückfahren ein bisschen übertrieben, gebe ich zu. Weil die Frage ist, werden das immer hier so viele sein? Vermutlich nicht. Wo ist eigentlich der am Weg? Ah ja, das passt. Er hat wieder keine erste Klasse dabei. Eventuell haben wir zu wenig Zweite im Moment im System sozusagen. Gut, wie kommen wir hier zu ein bisschen mehr Fisch und oder Passagieren? Eventuell von Bremen aus, dann haben wir momentan auch nicht viel zur Verfügung. Ich glaube, da auf volle Ladung warten, können wir mal rausnehmen. Da hat man noch Milch. Okay, könnte man eventuell mal zumindest von Osnabrück hinfahren. Sehen wir jetzt schon aus auf der Karte, nicht ganz. Und Osnabrück hat, glaube ich, noch keinen wirklich großen Bahnhof. Sei ihnen auch mal gegönnt. Okay. Auch gleich ein Ticket Office. Warum nicht? Warum nicht, weil wir hier ein Hotel brauchen, darum nicht. Plus werden wir da zweites Gleis verlegen. Hoffe, das war nicht schon zu viel. Sehr schön, bis Delmenhorst, das sollte eigentlich passen. Da haben wir alles im Programm, jawohl. Helfen da ein bisschen zweite Klasse erhöhen, zumindest beim Anliefern. Wobei im zweite Klasse ist hier fast gar nichts los. Da transportieren wir momentan mehr ab, wie wir anliefern. Gut, da wird für Fleisch gesorgt. Ist eh okay. So, Milch ist ein bisschen auf dem Vormarsch. Wir müssen es jetzt theoretisch echt mal hochrechnen. Das wäre jetzt nicht schlecht, glaube ich, sich das zu notieren. Ich werde das mal versuchen. Kleinen Moment. Gibt's hoffentlich irgendwo Stifte, die auch schreiben. Naja, mehr oder weniger. Besser. Und dann werden wir einfach auf den Jahresanfang mal warten. Wobei März ist eigentlich egal.
Dann schreiben wir uns das mal auf. Milch 264. Getreide und Schweine lasse ich mal aus. Das sollte sich auf jeden Fall ausgehen. Wobei Schweine müssen wir vielleicht auch ein bisschen Gas geben noch. Aber interessant ist mal Milch, Fisch und Holz. Dann hoffe ich, dass ich den nächsten März nicht verpasse. Na, Pause wollte ich nicht, nur langsam. So. Und hier ein Hotel und gleich noch ein Ticket Office hinterher. Und den passenden Zug. Ja, würde sagen, ist eine okay Zusammenstellung. Mal ein bisschen durchschauen. Ja, das sind jetzt auch schon wieder weniger geworden. Ja, irgendwie fehlt es uns sehr stark an zweiter Klasse. Da sollten wir überlegen, ob wir nicht in dem Fall ein paar Restaurants aufstellen. Wird uns ja auch bei den Einnahmen helfen. So, da kam mittlerweile auch zweite Klasse ran. Warum haben wir da eigentlich erste? Ist eine sehr gute Frage. Moment. Eigentlich so nur von Hamburg weg, oder? Und theoretisch zurück, aber da haben wir eh schon voll. Da ist immer noch null. Nicht so gut. Da haben wir hier wirklich auch für zweite Klasse sorgen müssen. Wie schaut es überhaupt aus? Auch erst 12 in Westerland. Das ist mir alles ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt. Ist die Frage, welcher ist es denn? Das ist der da in der Mitte, den ich gerade nicht erwische, oder? Man erwartet brav. Der Sonderzug von Bremen, ja. Aber es passiert nicht wirklich viel. Eben ermangelns zweiter Klasse Passagiere. Nehme ich mal an, die wir hier zu wenig anliefern. Da müssen wir auch ein bisschen aufstocken. Nicht, dass wir die Aufgabe noch verpassen, wäre schade drum. Da unten, da haben wir halbwegs viele. Aber hier in der Gegend eben gar nichts. Naja, müssen wir nichtsdestotrotz zusammensparen. Also müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, Milch schaut nach wie vor gut aus. So haben wir inzwischen auch ein bisschen mehr Fisch, hoffentlich. Noch irgendwas, was wir übersehen haben. Da wäre noch Flensburg. Die würden hier sogar die Nahrung akzeptieren. Ja, könnte man auch fahren. Von Schleswig rauf. Warum nicht? Das machen wir. Haben wir überhaupt das neueste Zugmodell überall schon? Die Atlantic ist die neueste noch, oder? Ja. Gut.
So, und retour, gerne ein bisschen was zum Essen mitnehmen. So, März, glaube ich, haben wir die Notizen gemacht. Mal schauen, ob man da von einem Jahr überhaupt Aussagen treffen kann. Lass uns mal überraschen. Ah, lieber würde ich gern für die zweite Klasse jetzt ein bisschen mehr sorgen. Wobei hier scheint es sich ein bisschen zu erholen. Da vielleicht ein Restaurant. Also sobald man mal irgendwo mehr erzeugen, sollten sie ja nach und nach auf den ganzen Strecken unterwegs sein. So, da fährt wieder keiner zurück. Also Lübeck bekommt mal überhaupt keine erste Klasse ab, genauso wie Osnabrück nicht. Dann ist die Frage, ob man da nicht wirklich in dem Fall zumindest von oben weg auf volle Ladung stellen. Genauso müssen wir es uns eben hier anschauen. Der ist auch noch ohne erste Klasse unterwegs. Ja, da wird einfach irgendwie keine zweite erzeugt so richtig vernünftig. Irgendwas passt gerade mit der zweiten Klasse nicht so ganz. Da müssen wir uns kümmern. Weil deswegen fehlt vermutlich die erste. So, jetzt sind wir schon im Mai. Ein bisschen zu weit, aber wir können trotzdem mal schauen, wie es sich in etwa geändert hat. So, Milch haben wir ungefähr ganz grob um die 50 dazu bekommen. Heißt, das sollte sich eigentlich ausgehen. Sagen wir 40 vorsichtshalber, dann soll es sich trotzdem ausgehen. Getreide und Schweine müssen wir ein bisschen schauen. Schweine, vor allem Fisch ist dazugekommen. 10 bis 15. Ja, das ist zu wenig. Und Holz 15 bis 20 in etwa. Das könnte sich auch ausgehen. Also Fisch und Schweine. Express-Cargo ist sowieso gleich fertig. Und die erste Klasse ist wichtig. Das heißt, wir müssen hier wirklich in die zweite Klasse investieren. So, eventuell von Bremen wegfahren. Ja, von Bremen liefern wir eigentlich schon erste Klasse, hoffentlich. Oha, da ist auch irgendwie ein bisschen was schief gegangen. Mit Gleise legen. Okay, immerhin 4 Wagen voll sind jetzt auf dem Weg nach oben. Könnte aber auch noch eng werden. Da müssen wir noch für mehr sorgen. Also 36 ist ganz schön viel. Ich frage mich nur, wie machen wir das? Theoretisch kann man durch mit dem einen oder anderen Zug durchfahren. Na, ich glaube, wir bauen jetzt hier auch mal ein Restaurant als erstes. Aha, da natürlich auch ein leichtes Problem. Die verwenden das gleiche Gleis. Nicht ideal. Wäre natürlich schade, wenn es jetzt an der ersten Klasse noch scheitern sollte. Nicht gerade wünschenswert. Na, jetzt ist die Frage, wie lange ich immer brauche, den voll zu bekommen. Schauen wir es uns mal ein bisschen an. Haben wir mittlerweile da drüben wenigstens was geliefert. Immer noch null. Irgendwas ist da gerade sehr, sehr seltsam.
Irgendwas verstehe ich gerade nicht. Wartet auf volle Ladung. Die haben eine Menge dritter Klasse. Aber eben viel zu wenig zweite. Kann das sein, dass man vielleicht hier Ticket Offices kauft, dass entsprechend weniger zweite Klasse entsteht, sondern alles eher in dritte Klasse wieder umgewandelt wird? Das kann natürlich sein, was ein bisschen ungünstig wäre. Hier sehe ich nirgends mehr zweite Klasse im Moment. War natürlich gut für unsere ganzen Betriebe, aber schlecht für alles andere. Ja, da hilft es eh nichts, da müssen wir einfach noch eine Menge Restaurants bauen. In der Hoffnung, dass sich das dann irgendwie beruhigt. Weil der würde jetzt hier ewig warten. Ja, und fährt dann auch entsprechend leer. Ja, schade, schade. Ich habe im Moment so ein bisschen die Befürchtung, dass unsere Aufgabe eventuell an genau dem dann scheitern wird. Dass wir einfach keine erste Klasse mehr zusammenbekommen. Meistens ist es nicht so, dass gar keine mehr unterwegs ist. Erste und zweite Klasse, aber wesentlich weniger. Vor allem da fährt überhaupt niemand. Weil wir da keine zweite anliefern, wie scheint. Weil wir hier eben nur das Ticket Office haben. Entsprechend, ja, entstehen hier eben, entsteht keine zweite Klasse, die wir raufliefern. Oder kaum. Ja. Okay, das sollte man nicht vergessen, dass man sich auch ein Problem einhandeln kann. Offensichtlich. Am Westerland sind wir bei der Hälfte erst angelangt. Da kommt er wieder. Ja, ist die Frage, ob wir da nicht lieber hier vorher investieren in ein Hotel. Ein bisschen schade ist, dass da in Lübeck auch nichts weitergeht. Okay, dann werden wir da etwas radikalere Maßnahmen jetzt machen. Und ich glaube, Lübeck werden wir versorgen. Von da unten aus. Ich hätte einfach Lust, dass wir jetzt die Aufgabe noch schaffen irgendwie. So, also Braunschweig, da sollten wir hoffentlich erste Klasse haben. Und zwar auch Ticket Office. Wir können mal schauen. Akzeptiert dritte, produziert dritte. Naja. Versuchen wir es einfach mal, ob wir hier jetzt mehr Erfolg haben. Wenn wir so fahren. Sollen wir noch irgendwas anhängen? Glaube nicht. In Braunschweig, da warten wir auf volle Ladung. Los geht's, würde ich sagen. Haben wir in Hannover vielleicht ein bisschen mehr erste Klasse, dass wir nach Osnabrück fahren können. Wir können es zumindest probieren. Da ist eh noch eine Stadt, die wir ausgelassen haben. Da fahren wir mal durch.
Oder hierher eigentlich ginge auch. Oder haben wir da auch schon Ticket Offices? Hoffe, glaube nicht. Na, da haben wir noch keine. Na, ja, probieren wir es doch glatt. In einen von den zwei Ortschaften. So, Direktverbindung machen wir gleich. Wieder drüben fahren wir einfach mal los, schauen wir, was passiert. So, jetzt haben wir hier ein Restaurant. Ich glaube, hier werden wir auch noch ein Restaurant bauen. Ist da irgendwer gerade unterwegs? Und wenn ja, dann wo? Ist auf der Rückfahrt. Na, ja, hoffen wir mal, dass sich das ein bisschen stabilisiert. Mal hier eine realistische Einschätzung abgeben. Getreide ist erledigt. Schweine fehlen noch 25. Holz fehlt auch nicht mehr viel. Milch geht sich aus. Fisch. Ja, Fisch und die erste Klasse. Da ist die Frage, schaffen wir das noch? Ich bin gespannt und wünsche in der Zwischenzeit alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und baba.